Was ihr aber heute machen könnt über Twitch Chat, ist der R&V Support Marathon. Da könnt ihr heute sogar noch doppelte Punkte sammeln. Und wenn es heute um nichts geht im Rank, könnt ihr einfach Normal Game spielen. Es geht nämlich auch nur um Normal Game und es geht für einen guten Zweck. Aktuell braucht man nur noch ein paar Punkte, 125 Millionen. Dann gibt es 3.500 Euro, die R&V an Ozeankind spendet. Das ist, glaube ich, eine Anti-Plastik-Ozean-Ding, wenn ich mich richtig entsinne. Dabei könnt ihr auch selbst diverse Preise gewinnen. Wenn ihr eine Menge Sachen gehealt habt, gibt es einen Monitor für euch oder auch Keyboard, eine Trainingsjacke. Aktuell ist der ewige Lebensspender 1 Dotsipara. Ich bin mir sehr sicher, dass Dotsipara ausschließlich Soraka spielt. Maxim und ich machen da auch mit. Wir spielen, glaube ich, wieder übermorgen mit Johnny zusammen und er spammt Soraka. Es geht nur Normal Games. Könnt einfach die Heilungen spammen. Ich empfehle Soraka, ist der bei weitem beste Champion dafür. Und einfach einen Account auf der Website erstellen. Dann müsst ihr hier aufgehen beim League Client. Verification. Bitte den Code verifyen. Und danach wird alles getrackt automatisch. Müsst ihr nichts mehr machen. Kommt quasi automatisch. Alle Heilungen, die ihr gemacht habt in Normal Games, werden angerechnet. Ranked zählen nicht. Und wie gesagt, heute sind Ranked ja auch egal. Und es ist ein Win-Win-Win. Ihr könnt Preise gewinnen. Und was noch nebenbei was Gutes tun. Mega, mega nice. Aber 15.000 war das Ganze gecapped. Wir haben auf jeden Fall schon zwei Ziele erreicht und heute gelten die Punkte noch doppelt. Also rein da. Und der Link ist auch unten in der Beschreibung dabei, by the way. Aber ich kann auch den Link nochmal reinsenden, aber der Link ist auch unten in der Beschreibung dabei. Man kann jetzt zweimal queuen, dann kann man dem Typen quasi 6 Auto-Attacks geben. Aber machen wir nicht, so viel wollen wir nicht Auto-Attacken. Dann tanken wir lieber einen Auto-Attack-Feed mit dem Shield. Kommen noch 4 Auto-Attacks rein. 6 Auto-Attacks dauert ein bisschen lange. Ich werde durchaus eigentlich die Klinge in der Lane benutzen. Wenn Simon jetzt hier schon da ist, ist es unangenehm. Eigentlich will er schon durchaus in Lane sein, seine Q platzieren und dann aggressiv spielen. Simon könnte Busch dran sein, ist er nicht. Wir sollen ihn jetzt von den Minion, da unsere Q gut platziert ist. Er gibt mir dann Grasp Auto-Attack mit, ich gebe ihm 2 Qs mit. Das ist ein ganz schön großes Shield. Ein ganz schön toter Simon. Bam, Junge! Wollte auch einen Trade nehmen. Der Trade war okay. First Blood ist nice, natürlich. Hat es einfach ein bisschen übernommen. Hat die Pima nicht auf dahin, wo er uns direkt ins Gesicht queuen würde, ne? Den erstmal leben und dann Damage einschienen oder sowas. Wäre ein bisschen zu wild. Wenn Wave Slow pusht, wir könnten relativ easy diven. Adon hat nämlich Ignite, dementsprechend ist es wirklich viel Schaden. Adon ist nicht so tanky. Eieieiei. Magic. Ich hätte einfach killen sollen. Wenn wir so miese Tründer-Action machen, ihn Auto-Attack und dann durch ihn durchgehen. Oh, ich hab jetzt Level 6 geworden, ey. Ich fass es nicht. Von dem Kill. Wenn ich straight geskillt hätte, hätte ich ihn retten können mit Ult. War so close, ey. Wenn ich wirklich straight geholt hätte, ne? Ich bin Level 6 geworden von dem Kill, wenn ich dann straight geholt hätte. Gerade so gerettet, aber er hat doch hier bekommen. Fucking Vego cancelt mich. Weil ich hätte ihn gar nicht retten müssen, er wurde geheilt. Weil der Auto-Attack war ja mit Passive von Kaiser. Also ich muss ihn ulten, sobald sie der Auto-Attackt. Aus meiner Sicht, aber war gar nicht notwendig, denn er hatte bereits die Sicherheit über seinen Magic. Airsoul ist also nichts letztendlich ausgegangen, aber wir hatten schon 2 Ult mit Hunter-Stacks. Noch nicht den größten Cooldown. Live in Talon. Töte ihn. Danke, Bro. Der Divine Sandra hier. Ja, war ein bisschen greedy. Ich hätte auch, wenn er besser flashen müssen für den Slow hinter ihn. War nicht so gut mechanically, honestly, von mir. Ich hätte da quasi Q und dann auf ihn raufflashen, so wie mit Echo Q. Und ihn damit slowen und dann mehr Damage kriegen und so. Dann hätte er mehr Schaden genommen und hätte wahrscheinlich sogar flashen müssen. Aber er hat am Ende noch Ach, ich hasse dieses. Das ist mit Zion einfach nie irgendwas verlierst, weil deine Leiche so lange lebt. So paradoxes Klingen macht. Deine Leiche lebt einfach ewig. Aber geh doch weg, Junge. Lass mich doch 1v1 hier oben. Na, but. Wäre fair and square gewesen. Kommt dieser Typ. Und erlaubt den Tanks es nicht, es auszu...
Bullen. Ja, das war jetzt quite boring, aber der Damage ist schon jetzt insane von dem Item. Ich habe jetzt 2 Fights damit gehabt. 1000 hat es geheilt. Es hat 1000 geheilt in 2 Fights. Wie viele Procs waren das? 4? Nein, 4 ist zu wenig. Muss schon ein paar mehr Procs gewesen sein. Trotzdem crazy. Das ist eine Ulte. Aha. War. Okay, Talon wollte es wissen, doch. Oh, na, okay, he's out. He's not out. Jetzt, ach, der Wall, jetzt kommt der zweite Wallhack über die Wand gejumpt. Ah, geil. Einfach der Budget-Wallhacker. I can't escape, ist einfach geil. Einfach geil. Ja, Jungle-Rolle ist crazy, aber auf beiden Seiten. Unser Bubblegum-Miner hat schon 2 Items, not bad. Produziert schon mal das Shield-Bush-Shield, das Sion-Shield, Sona-Shield, das Kaiser-Shield, so viel Value. Das W zum Divine Thunderproc benutzen ist ja so geil. Even the ground trembles. Naja, hat schon mal benutzt. Nein, das war nicht gut. Mein Heal-Proc ist ja so crazy. Flash ich jetzt dafür? Na. Aber seriously, dieser Heal-Proc ist doch nicht balanced. Seht ihr das auch, was ich sehe? Ja, so gut. Chen mit Ignite Toplane Divine Sandra. Einfach Longsword starten. Ja, also, er braucht Heal Reduction gegen mich. Das ist ja so geil. Auf einmal ist nicht so geil, wenn er Hero Reduction hat, Mann. Vorher war es so sick. Jetzt ist es so enttäuschend. Ich gewinne immer noch, aber nicht mehr so lustig. Bam. Bin ziemlich strong. Also ich mache auch wirklich Damage. Es ist crazy. Also es macht guten Schaden. Not good. Ah, I guess wir gewinnen einfach. Nein, nicht enden. Ich muss noch Items kaufen. Geht weg. Nimm den Bot-Inhib. Gut so. Gut. Geh doch rein. Wo pick ich das denn? Hätte auch ein Dagger liegen. Sie hätte raufchappen können mit mir. Und dann wäre sie eskaliert. Ja, der ist dead. Ja, mein Flash war elegant. Nicht. So viel Angst, dass die Zünder mich Dinge zu würde, dass sie mich scattern würde, dass ich nicht gut geautotackt habe, geät habe. Fucking Loons Echo Proc, zu viel Movement Speed. Oh, mein Damage ist ja crazy. Danke, Minions. Ja, mein Early Game war sick. Laker war jetzt nicht mal so geil. Ich hätte besser Flash, ich hätte einfach gut flashen können halt, I don't know. War auf jeden Fall witzig. Können normal Shen spielen. War eigentlich ganz amüsant. Haben wir Sam gesolo-killed für First Blood und alles mögliche Witzige. Hat sich ereignet. Ja, wir haben halt ein insane Bild ohne Scalings, aber mit Scalings. Ist einfach seltsam. Aber der Divine Sandra Mix Damage hat auch interessant, ne? Weil es mehr Damage gibt auf verschiedenen Damage-Ressourcen. Viele von dem Damage waren nicht wirklich in relevanten Phasen des Games, sondern im Early Game haben wir uns einfach beide gekloppt. Auf die Mütze gegeben. GG. War witzig doch.
Spaß gemacht.